Au und Metal, meine lieben Mädelchens, da bin ich wieder, euer Mad Dog. Und natürlich seid ihr willkommen auf dem Wohl. Kanal auf ganz YouTube weit und breit, meine lieben Freunde. Und ja, was machen wir hier heute? Ihr seht's, heute mal euren Metal ein bisschen anders. Ja? Wir machen heute nicht das übliche Reinigedöns. Ja, sondern wir machen heute mal wieder, weil sich einige gewünscht haben, den Kristalli. Ja, und hier nennen wir ihn einfach mal Chris Dulli Dilli, den Lauchschaman. Ja, und ja, was gibt's dazu zu sagen? Ja, er ist ja, wie ihr alle wisst, richtig aggressiv, ja, oder wie unser Reini sagen würde. It's make me aggro. Ja? Okay. Ja? Ich spanne euch da auch nicht lang auf die Folter. Ja? Danke aber erstmal, bevor ich jetzt hier weitermache, für dieses nette Thumbnail an meinen lieben, netten Kumpel, den Unkroll. Ja? Liebe geht raus. Wirklich super. Ja, und ich habe mir ja so gedacht, nachdem das jetzt mehrere sich gewünscht hatten, komm, machen wir das doch mal als kleines Sonntagsmet für alle. Soll ja nicht so sein, dass ihr da auf dem Trockenen bleibt. Wenn ihr euch das wünscht, bekommt ihr das natürlich. Ne? Soll ja nicht so sein. So, meine Lieben, und Ding. Ja, machen wir hier mal Zeug. So. Ja, da. So. Jetzt bist du ruhig. So. Ja, ich würde sagen, bevor wir da großartig um den heißen Brei reden, machen wir jetzt ja rein ins Knochengerüst hier. Das hat sich nicht gereimt, ich weiß. Mir war's nicht danach. Und sieht er nicht schön aus? Ist er nicht schön? Hä? Ja, ich weiß. Er sieht mindestens genauso gut aus wie ich. Ist natürlich keine Konkurrenz zu mir, aber fast. Fast. Wirklich fast. Los geht's. Hi, ich ist eure Kristallmensch. Echter Schamane, Kampfkunstmeister, chemisch hochsensibel. Und wunderschön, nicht zu vergessen. Und weiter. Erzähl uns was vom Göttlichsein. Ich bin ja mal gespannt, was du da so ja in den Äther bläst. Das habe ich vermisst. Da war von einem Kanal, den ich abonniert habe, dieser passende Titel. Du meinst meinen Kanal? Du hast mich abonniert. Oh Gott. Danke. Danke. Was ist denn Göttlichkeit? Wie wirkt diese? Da kam mir die Idee. Ja. Er muss mich meinen, glaube ich. Da mache ich mal was zu. Warum nicht? Er will was über mich machen. Nein, Spaß. Habe ich in der Verbindung sozusagen noch nicht gemacht. Denn es fragen sich ja viele Menschen, was ist denn göttlich? Nee, ich frage mich das eigentlich nicht so. Und wieso ist bei dir im Hintergrund schon wieder so schmutzig? Hä? Gibt Menschen? Hast du deine Gardinen mal angeschaut? Junge, nee, geht natürlich nicht wegen den Haaren an den Augenbrauen. Da will ich auch nichts sehen. Guckt euch das an hier. Junge, Junge. Die sehr schnell sich darin verführen lassen, zu denken, zu glauben. Oh, ich glaube das, was ich lese, ich nicht. Ganz besonders nicht, was die Bibel betrifft. Koran kenne ich erst gar nicht, habe ich auch gar keinen Bock drauf. Ich fühle mich geil, was ich dazu sage, was ich da sag. Jesus göttlich.
Weißt du, man muss sich nicht für alles interessieren. Verstehe ich. Ja, verstehe ich. Aber du musst ja irgendwie. Ja, manches sollte man halt einfach respektieren. Es ist halt da. Mohammed göttlich, Moses göttlich, Blödsinn. Ganz einfach Blödsinn. Prophet. Und das weißt du natürlich alles genau, weil du schon mal in der Astralebene rumgeschwebt bist. Rumgeschwebt, sagt man das? Weiß jetzt nicht, egal. Und hast natürlich all das schon mal gesehen, ist ja klar. Ne? Propheten sind solche Menschen. Ganz einfach, auch Schamanische sind Propheten. Zugriff auf die Akasha, in den Energien, die Vergangenheit sehen, die Zukunft sehen, egal, ob die nähere Zukunft, auch die fernere Zukunft, soweit wie es uns... Du meinst schamanisch, Weng. Du meinst Weng schamanisch, gell? Hm. ...möglich ist, zuzusehen, reinzusehen. Die alten Ägypter haben um tausende Jahre unsere Zeit gesehen. Selbst von den Indigenen. Prophezeiungen. Die haben die Katastrophen, die wir haben, vorausgesehen. Und warum war das möglich? Ganz einfach. Der hat jetzt bei ihm auch ein paar Sekunden später gewirkt. Wegen dem hat es ein paar Sekunden gedauert und dann hast du... Ja, ja. Pass mal auf, gib mal zurück. Guck dich das an. Pass auf. Die Katastrophen, die wir haben, vorausgesehen. Der hat ein wenig gedauert. Das Augenbraue. Ich kann das gar nicht so. Eine Augenbraue hochziehen. Ich kann das gar nicht. Da mache ich nur spastische Bewegungen. Und warum war das möglich? Ganz einfach. Diese Chakren waren aktiv. Sie hatten eine Aura. Energien. Selbst bei Jesus. Ich weiß bis heute nicht, durch welche spirituellen Arbeiten er zum Propheten wurde und wodurch er seine starke Aura, seinen Lichtkörper bekam. Keine Ahnung. Die göttliche Verbindung, das göttliche Sein, verbunden mit dem Kosmos. Da sage ich ganz einfach, mit diesen Schritten, ganz besonders mit diesen sehr starken, intensiven Schritten, einschließlich göttlich ähnlicher Begegnungen. Kannst du nicht diese Nebengeräusche irgendwie lassen? Das bläh. Hilfe. Warum tut man sowas? Da sage ich als Schamane, endlich komme ich in die Kraft. Oh. Zu wirken als Schamane, zu erkennen, was es bedeutet. Oh, 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 Schamane, ich höre da, Leute, da kommt was auf mich zu, oh, oh. Ich bin das höchste Wesen, Manitou. Oh, wer? Halt mal dein Maul, Erzettler. Entschuldigung. Du bist jetzt... ein Schamane. Ha! Da hast du's. Kristalli, da hast du's. Wir können uns jetzt auf gleicher Ebene unterhalten. Du hast gehört, Manitou hat zu mir gesprochen. Jetzt ist es soweit. Danke, lieber Manitou. Jetzt bin ich auch Schamane, du hast es gehört. Jetzt muss es nur noch der Schamanenkönig Ungol absegnen, dann passt es. Dann passt. Wie das ist, diese Verbindung zu haben. Ja, jetzt fühle ich auch die Verbindung. Jetzt bin ich bei dir, jetzt kann ich folgen. Okay, komm, komm. Auf geht's weiter, komm. Unterhalten wir uns. Dass man dann endlich mal auf höchster Ebene arbeiten kann. Wirken kann, was bei mir in vielen Fällen verhindert wurde. Es gab auch Fälle,
Da wurde es nicht verhindert oder konnte nicht verhindert werden. Also blockiert. Der Anfang ist zu spüren, eine Verbindung. Meine Energie ist nicht blockiert, die ist jetzt freigesetzt. Verbindung mit der Erde. Hoffentlich werde ich jetzt nicht auch so lauchig. Zu fühlen, zu sehen, dass da Seelen sind, Lichtkörper, auch dunkle Körper, der Satanismus, der um mich rum geschehen ist. Ah, du meinst schwarze Magie? Die nur du siehst, meinst du das? Und warum guckst du dich so um? Siehst du wieder Kobolde, die deine Stifte rumschieben? Hä? Was siehst du da? Wie sadistisch, wie pervers und auch was für eine Klosprache schwarze Magie ist, aber nur in bestimmten Bereichen. Aber wie kommt er auf Klosprache jetzt? Findest du das witzig? Also ich habe nicht gelacht. In den untersten, in den oberen. Ich weiß nicht, ob solche Menschen da genauso ausflippen. Mit diesen extrem vulgären ganzen Sprüchen, die viele Menschen heute als... Ich bitte dich, ich bin doch nicht vulgär. Ich bin genauso schamanisch wie du. Wohlerzogen, nett und sozial, ne? Normal sehen und nichts daran ist normal. Baumgeister, das zu erleben. Die Baumgeister. Leute, jetzt wird's wild. Jetzt wird's wild. Gesichter zu erkennen ist nur eines, das ist den Blick zu haben. Mit Tieren reden zu können, was auch davon abhängig ist, ob die uns verstehen und wir sie verstehen. Es gibt welche, die verstehen wir gut, andere weniger gut. Das nächste ist, wie ich gelesen hatte in Büchern, damit hat das angefangen, also aus authentischen Büchern. Was? Ey, was ist da los? Was will der? Jetzt hängt er mit Zaubergeschichten und jetzt steht er gleich auf und sagt bei der Macht von Grayskull oder was? Blauer Himmelmacher, Regenmacher. Da fragte ich direkt neben dem Schaman sitzend, wie geht... Oder auch bei der Macht von Schamanskull. Oh Gott! Ungol, wenn du das hier siehst, bitte Schnibbing tun. Okay, läuft. Ja, machen wir weiter. Das ist ja nicht mehr normal, Leute. Wie kann ein Mensch allein so böse sein? Ey. Das denn? Was für eine Kraft, was für eine Verbindung bewirkt es, den Himmel frei von Wolken zu machen, dass die Sonne... Was war das? Hat er irgendwas... Er hat bestimmt wieder irgendwas gesehen. Wartet mal, nur mal. Guckt euch das an. Den Himmel frei von Wolken zu machen, dass die Sonne erscheint. Was war das für ein Geräusch? Scheint oder sogar Regen zu bewirken. Was ich nun bereits gelesen oder gehört hatte, dass das... Ja, natürlich. Jetzt halten wir unseren Zauberstab in die Luft und zaubern Regen herbei. Jetzt ist aber hier auch mal wieder gut. Auch nicht immer funktioniert. Und da wurde mir gesagt, damals, das muss 1996 gewesen sein, das wirst du schon... Das muss ja einfach alles. Es ist einfach alles 1996 passiert. War ein schlimmes Jahr, Leute. War ein schlimmes... Ich bin froh, dass wir das alle überlebt haben, 1996. Oh Gott, ne? Also, Leute, schickt mal ein paar Stoßgebete an Manitou raus. Dass wir das alles überlebt haben. Selber
noch lernen und erkennen. Auch wenn ich noch nicht weiß, was. Was das ist, wie das geht. Stimmt. Denn ich habe am Tage mal Rituale gemacht, Gebete, da haben Tiere drauf reagiert. Auf deine Gebete haben Tiere reagiert? Was? Rituale gemacht, Gebete, da haben Tiere drauf reagiert. Da, wie meinst du, Tiere drauf reagiert? Ist ein Hund vorbeigekommen, hat dich angesprochen oder wie ist es gelaufen? Hat er gesagt, ey, servus, Kristalli, könntest mal ein bisschen was essen? Hat er dir ein Fleischstück hingelegt wahrscheinlich? Nettes Hundi. Wolkenbildung gab es zu Tieren. Mondmeditation mit Medizinpfeife hatte ich Einwirkungen drauf. Und spätestens dort habe ich dann gemerkt, was das ist, wie mir gesagt wurde, diese Brücke zum Himmlischen, zum Göttlichen. Was ist denn göttlich? Gott ist... Der Brücke zum Himmlischen, Göttlichen. Der meint bestimmt sowas wie ein Bifrost. Ihr wisst schon, ne? Valhalla und so mit dem Bifrost drauf teleportieren nach Asgard. Die Regenbogenbrücke so, ne? Sowas meint er wahrscheinlich. Bin mir aber nicht sicher. Ist in uns nicht nur unsere Gene, sondern auch die universale Verbindung in unseren Chakren, in dieser Chakrenlehre. Natürlich gibt es auch ziemlich verwirrende Chakrenlehren, Tabellen. Ey, das ist ein Gelaber, ne? Wenn ihr euch nur gut genug konzentriert, ne? Dann... Das passiert, wenn man sich gut genug anstrengt. Genug mit dem Geschrei, weiter geht's. Da muss man schon rausfinden, welche die richtigen sind. Klar, mit den Verbindungen Mond, Sonne und so weiter, das ist dann schon richtig angegeben. Aber bei Steinen gibt es ein totales Chaos. Und da gibt es auch einiges an Steinen, denke ich mir, welcher Idiot hat das denn in diese Tabelle mit reingesetzt und dann in die... Also ich weiß nicht, ne? Könnte sein, dass ich nur einen Idioten hier sehe, muss aber nicht, ja? Muss nicht. Vielleicht, ja, wie heißt diese Ebene? Astralebene. Der Einzige hier, der auf der Astralebene wandert, ist er und Professor X von X-Men. Andere können das nicht. Völlig falschen Chakren. Und durch diese Verbindung, Naturgeister, universale Verbindung, und dann die Transformation, die Geistreisen. Ich gehe jetzt bestimmt als neuer gewordener Schamane, gehe ich jetzt bestimmt nachher auch raus und spüre Naturgeister. Boah, Junge, ist das ein Geblubber. Bis in himmlische, göttliche Ebenen. Da war aber ganz einfach mein Empfinden und mein Denken, endlich kann ich es. Endlich wird es bewirkt. Was der jetzt weiß ich, warum der immer zu Hause sitzen kann. Andere gehen physisch einkaufen. Ja? Er hier geht astral einkaufen. Zack, sind die Sachen einfach da. Er war astral weg. Der muss, körperlich muss der nicht raus. Ist von dem, was Schamanismus und gleichwertig Priester und wie auch immer Medizinmann, heiliger Mann, ja, Träumer, Seher, gibt die unterschiedlichsten Bezeichnungen dafür, Betitelungen. Damit fängt das Ganze erst an. Das sieht man mal, das sieht man mal wieder, ja, wie sexuell eingestellt er ist. Bei ihm sind es alles Männer, was das haben. Frauen bloß nicht, nein, nein. Mm-mm. Bloß nicht.
Man darf jetzt aber halt in dem Falle nicht vergessen, und es geht jetzt einfach an alle Frauen raus. Ich weiß, den Spruch habe ich geklaut, aber ich verrate nicht wo, und ich bin aber trotzdem der gleichen Meinung. Die stärksten Männer haben trotzdem Frauen geboren. Ne? Das sollte dir bewusst sein. Wenn wir damit wirken können, und das ist dann die Energie in der Natur, die dann frei fließt. Viele Millionen Menschen sind total blockiert. Die können gar nichts. Und wenn wir in diese Kraft kommen, dann wird einem absolut bewusst, auch wenn man sieht, wie die Chakren leuchten und glühen, was ich ja auch gesehen habe in einer Gruppenmeditation. So wie ich gerade eben gezeigt habe, so leuchtet der auch. Wenn er zum Beispiel seinen Boxsack rumhaut. Dann mal runtergeguckt habe. Oh, da ist ja gar kein Pensi. Nee. Okay, ja, der war schlecht. Und das war mit Sicherheit ein telepathischer Hinweis. Guck doch mal nach unten, dein Herzchakra. Das hat keiner gesagt, das kam telepathisch aus der Gruppe. Das hat richtig geleuchtet. Eindeutig zu viel Dragon Ball geguckt, Junge. Ja, guck mich nicht so böse an. Kann nichts dafür. Du laberst es, nicht ich. Und mittendrin, das ist, oh, das leuchtet ja. Das nicht. Du bist voll in dieser Meditation drin, bist konzentriert und klar, ist das dann eine gewisse Überraschung. Aber du bist so in dieser Trance drin, dass man das in dem Sinne nicht unterbewusst, sondern in einer Situation, wo alles von dir gefordert wird, dass du es zur Kenntnis nimmst und dich anschließend freust und wunderst, überrascht bist. Ja, erzähle mich. Da war dann Gedanke, meine Güte, jahrzehntelang war das alles blockiert. Ich konnte gar nichts sehen. Viele Menschen haben überhaupt keine Ahnung, wie es im Normalfall dann in höheren Energiezuständen sein würde. Das wurde mir dann vollkommen bewusst. Und das ist diese... Manche schieben sich Luans in den Arsch, er hier nimmt halt Badrin. Kannst du nichts machen. Duracell. Anders kann ich mir das nicht erklären. Wieso sollte jemand leuchten? Manche haben halt, ja, ihr eigenes Licht am Start. Wirklichkeit. Es gibt wirklich Menschen, die so krank sind, so schizophren sind, die auch total fanatisch... Du kriegst hier die Tür nicht mehr zu. Du hast doch angefangen, hier Kobolde zu sehen, die Stifte durch die Gegend schieben. Wer von uns beiden sieht denn hier Kobolde? Du oder ich? Und schizophren, krank, daran halten. So, du bist doch nicht göttlich, du bist kein Prophet. Das sind Menschen, die überhaupt keine Ahnung haben, die aber mit einer bestimmten Lehre aufgewachsen sind, dass sie das dadurch sagen. Die wirklich keine Ahnung haben. Wie ist denn Jesus zum Propheten gekommen? Ja, das war von Gott berufen, oh Gottes Sohn, wenn ich so einen Schwachsinn schon höre. Der Sohn Gottes oder Sohn Allahs, das ist doch Quatsch. Blödes Zeug ist das. Völlig idiotische Aussagen. Ey, was die Leute glauben, ist doch denen ihre Sache. Ja, nicht deine. Du kannst dich einfach dich da hinsetzen, doch gut kann er schon, aber du musst halt dann mit Gegenwind rechnen, wenn du anderen so einfach ihren Glauben absprichst. Wir leben in einer Welt, wir können uns dem Glauben raussuchen, wie wir wollen. Gott sei Dank ist es so. Ich muss nicht mit allem einverstanden sein. Ich muss es auch nicht respektieren. Aber ich muss damit leben, dass es halt da ist. Und das ist ja easy. Kann jeder.
Und dass der sagte, ja, Vater, warum hast du das, glaube ich auch nicht, sondern vielleicht was betrifft Vater Himmel. Was heißt denn Vater Himmel oder Vater im Himmel? Das spricht nämlich unsere Erzeuger an, die unsere Genetik, so wie wir existieren, geschaffen haben. Vater Himmel, damit ist eigentlich der ganze Kosmos gemeint. Mutter Erde, ja, was ja so gesehen mit der Schaffung des Menschen und... Ich dachte Vater im Himmel, jetzt kommt er mit Mutter Erde, was ist denn jetzt kaputt? Naja. Erde auch verbunden ist. Das begreifen. Vater Himmel und Mutter Erde haben gemeinsam Ding gemacht und wir kamen dabei raus, wie es scheint. So verstehe ich das hier. Die haben ein bisschen Snoo-Snoo gemacht und dann zack, Welt. Menschen bis heute nicht, weil sie so extrem verfangen sind in diesen Glaubensstrukturen und auch da rein gezwungen werden, das zu glauben. Es wurde ja damals genauso bei Jesus gesagt. Ketzer. Durch die Katholiken und orthodoxen Juden. Wenn sie realistisch gewesen wären, ja, dann einzig und allein, wie es ja auch so war, dass er die Gefahr war, Machterschütterung, hat angeklagt, und sollte der nächste König nach David sein für die 12 jüdischen Stämme. Und nichts anderes war das. Wie der, ja, der Berufene und ein Prophetenkind und bla und blub und guck, guck, da ist Jesus und was ist... Kannst du mal mit diesem dummen Geräusch aufhören? Das nervt. Das nervt, Feierweng. Habe ich dir das schon mal gesagt? Ich glaube schon. So ein paar Videos früher habe ich dir das, glaube ich, schon mal mitgeteilt. Warum müssen manche Leute immer so nebenbei Geräusche machen? In der ganzen Zeit des Aufwachsens. Ich könnte wetten, das liegt an dem ASMR-Konsum, liegt das. Könnte ich wetten. Wie ist er zu seiner Energie gekommen, zu seiner Prophetie? Das weiß ich bis heute nicht. Aber auch, weil es mich eigentlich... Ungol kam mal da drauf, die Idee. Ich glaube, es war Ungroll. Ja, ich glaube, Grüß geht raus. Er meinte mal, das wäre Lachen. Kann sein, dass das sein Lachen ist. Mich wenig interessiert, aber es ist doch so. Ja, das Wiegenkind und auch das Berufene und die drei Typen von der Tankstelle, die mal vorbeikommen und was sowieso eine total gelogene Geschichte ist. Und dann hüpft er da irgendwann in der Bibel als erwachsener Prophet rum. Das ist, nee, da fehlt doch die ganze Lebensgeschichte. Ja, was ist denn heute? Also heute ist viel dabei, Leute. Jetzt bin ich ein bisschen abgekommen, aber das macht nichts. Es gehört ja dazu. Das sind Menschen, was bei mir ja auch passiert ist. Und somit dann wird man ja auch zu einem Propheten. In dem Sinne, klar, die Propheten werden so genannt, ist die fürs ganze Volk. Ja und? Werden Menschen, die bei uns wirklich echte Schamanen sind, bestimmte Visionen und Sehungen haben, werden die genauso geehrt, wie das in dieser Zeit? Nicht mal im Funken. Null. Es wird so viel Scheiße damit veranstaltet, mit dem Schamanismus, auch bei uns, dass normale Menschen, auch normal Spirituelle, völlig unfähig sind, zwischen Betrüger, wo auch Esoterik reingehört, logisch. Also du? Und echten Heilern überhaupt nicht unterscheiden können. Und die ganzen Spinner im Internet, die sich Kanäle auch wie meinen aussuchen, dann nur dumm rumlabern und sich irgendwo was im Internet rauslesen und dann den großen Klugscheißer spielen, ja, was an dem echt wäre, was man von sich sagt, die Leute, die sind nur eines, komplett geisteskrank. Na jetzt, aber hier, ich bin doch nicht geisteskrank. Also ich bitte dich, geisteskrank bin ich jetzt nur nicht. Bin manchmal ein bisschen ein Dulli, ja, das lasse ich mir eingestehen, aber geisteskrank. Hör auf, hier rum zu beleidigen, Himmel. Macht man doch nicht. Mehr braucht man dazu gar nicht sagen.
Das ist so ein armseliges, nichtsnutziges Leben, so kaputt im Kopf. Dass sie, oh ja, hier, da, guck mal das und das, das ist so schwachsinnig. Ja, guck mal das und das. Aber es sieht Kobolde, verstehst? Hm. Die Stifte umherschieben. Weil sich dein Stift bewegt, siehst du Kobolde. Und schwarze Magie. Frag dich mal, wer hier ein bisschen Ding ist. Ne? Menschen, die von nichts eine Ahnung haben, sich irgendwo etwas durchlesen, bis sie das gefunden haben, was in... Dann haben sie sich wahrscheinlich mehr informiert als du, weil sie dann nämlich nicht auf so einen Stuss kommen. Nehme ich jetzt mal an. In ihrem kranken Gehirn, oh ja, das passt mir, das nehme ich dafür. Das ist so blöde. Das ist genauso schwachsinnig, als wenn ich versuchen würde, mir... wie soll ich das sagen? Vielleicht über Druidentum. Das wird so ähnlich sein wie Schamanismus. Wenn ich dann, ja, so und so muss das sein. Vielleicht über Fußball oder Hockey oder was weiß ich. Ganz krasser Vergleich, was er mit spirituell gar nichts zu tun hat. Gar nicht mit Druide, meint er, glaube ich, dich. Ja, mit Druide bist du gemeint. Weil du sagst ja immer, glaube ich, du bitte mich, wenn, dann bin ich Druide. Ja, ja. Junge, das ist wirklich schlimm. Was ist denn heute los? Aber so Sachen, oder Shinto-Samurai zum Beispiel. Shinto-Schamanismus. Wenn ich jetzt, oh, ich lese mir das jetzt durch und so ist das. Wo ich überhaupt keine Ahnung habe, was Shinto-Schamanen sind. Null. Dann erklär's doch bitte. Wenn du sagst zu anderen, ihr wisst doch gar nicht, was das ist, dann mach doch das bitte einfach so und erklär's den Leuten, damit auch jeder was davon hat. Würde ich zumindest so machen. Aber wie bei deiner Kampfkunst, wo du ja immer so schön sagst, ich bin Kampfkunstmeister, ja, aber zeigen will ich nichts, weil ich muss ja nichts beweisen. Ich würde mal hier sagen, da du ja sagst, du bist Kampfkunstmeister und niemand glaubt dir, würde ich mich schon mal so ein bisschen hinstellen und sagen, okay, ich zeige euch mal jetzt ein bisschen was. Von mir aus auch mit deiner Kette. Kein blassen Schimmer von. Ja, wie gesagt, diese göttliche Verbindung, dieses Wirken, das entsprechend das göttliche Sein im Menschen, erstmal unsere Stammung, dass wir das Abbild der Götter sind. Wenn man es ganz genau, ja, du siehst doch nicht aus wie ein Gott. Mein Gott, das dumme Gelaber kann sich wirklich jeder sparen. Es betrifft die Gene, dass unsere Rasse, wie sie heute... Der kann sich wirklich gut nur mit sich selbst unterhalten. Ne? Der stellt sich vor den Spiegel und kann sich auch selber antworten. Das ist wie bei Rainer auch so die Hater-Stimme. Und dann kann der wirklich selber mit sich reden. Naja. Erklär da wegen was. Manche Leute verlernen halt so, wie man sich sozial verhält. Wenn ich mich nur zu Hause einsperre und die Tür zumache. Ja gut, einsperren, ne? Das ist das Gleiche wie Tür zumachen. Mit dir, Alter, Maul. Ja, musst du dich nicht wundern, wenn manche Leute halt so reagieren oder andere, so wie ich jetzt auch, dieses Video hier über dich machen. Weil du hast es anscheinend in den letzten 30 Jahren, wo du, seitdem du arbeitslos bist, nicht mehr geübt, wie man sich mit Menschen unterhält. Und deswegen bist du wahrscheinlich auch so angriffslustig. Existiert, danach entsprechend geschaffen wurde. Und du brauchst mir da gar nichts erzählen. Ich finde schon, dass du sehr angriffslustig bist. Du suchst förmlich Konfrontation. Und ich bin halt jemand, ich gehe Konfrontation prinzipiell eigentlich, ja, bis zu einem gewissen Grad nehme ich dies mit, aber gehe ich ansonsten aus dem Weg. Bin halt nicht gewalttätig.
Und ich bin auch zufrieden damit. Und das göttliche Wirken, die... Was ist denn göttlich? Ja. Dieser ganze... Manitou ist göttlich. Der mich zum Schamanen gemacht hat. Der ist göttlich. Ganze Bullshit von, ja, ein Gott und eine Gottesquelle, diese ganze Scheiße wird doch stur am Leben gehalten. Wo ich ganz klar sage, es wird ja ganz eindeutig von Genzüchtungen, Experimenten, Operationen gesprochen, Adam und Eva, ja, und andere Kreaturen. Baumgeister, Kobolde, Hexen. Göttliche Schöpfung, außerirdische Schöpfung, genetische Züchtung, ja? Biogenetik und so weiter. Alles das, was damit verbunden ist. Also genetisch ist göttlich. Na gut, okay. Wenn wir unsere Gene weitergeben, Leute, sind wir göttlich. Jetzt verstehe ich, was er mir sagen will. Da würde wirklich jeder uneinsichtige, starrsinnige, religiöse Mensch total ausflippen, weil zum einen, nein, das ist das und das. Und die andere Seite ist, dass sie dann mit der Wahrheit konfrontiert werden und dann eine Riesenangst haben, zu erkennen, weißt du, hat dir schon mal jemand den Unterschied gesagt zwischen Glaube und Wahrheit? Ich hab da so meinen Zweifel, ob es in Sachen Glauben wirklich sowas wie eine Wahrheit gibt. Das ist ja eine totale Schizophrenie, also eine Lüge gelehrt worden. Es gibt so einiges an Christen, selbst in den USA und England, die dann sagen, dass sie stinksauer sind und eine Lüge gelehrt wurden, dass sie belogen wurden. Das wusste ich schon, wie ich in den Konfirmandenunterricht reinging, mit anderen. Ja, du bist da ja in der Astralebene, hast du das schon damals mit 4 mit deinem Vater im Wald gesehen, gell? Dass das eine Lüge war. Du machst mich fertig. Junge, schon schwierig. Wo die Geschichten total zensiert sind und jeder gefragt hat, nein, ihr müsst das so lernen. Es gab einige, die sagten, dann leck mich am Arsch. Im wahrsten Sinne, die sind gegangen. Man muss hier die versteckte Botschaft sehen, dass er quasi jeden, der an irgendwas glaubt, hier mitten ins Gesicht spuckt. Und es wahrscheinlich selber nicht mal merkt. Weil eine Lüge muss nicht sein. Es wäre vernünftiger gewesen. Also pass mal auf. Du sagst, Lügen muss nicht sein. Dann, pass mal auf. Dann zeig doch mal, dass du im Kampfsport was kannst. Damit wir alle sagen können, du lügst nicht. Es muss ja von mir aus nicht viel sein. Aber irgendwas, woran man sich festhalten kann und sagen kann, okay, er kann was. Wer mal... Ne, eine Maßnahme. Wesen. Du kannst halt nicht raus in die Welt gehen und sagen, hey Leute, ich bin Riesenkampfkunstmeister. Bin mir sicher, 2-3 Menschen kommen dann auf dich zu und wollen das testen. Oder hätten das gerne gesehen. Du kannst draußen viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Genauso wie jetzt auch. Du kannst viel erzählen. Die wahre, echte Geschichte alleine schon von Jesus zu erzählen, ich glaube, dann wären sehr viele Konfirmanden wieder abgehauen, mich eingeschlossen, weil der nämlich ganz gewaltig was so, was ist denn Jesus gewesen? Ein Jude, ein Aramäer, nichts mit Christentum. Und ja, das Schamanische, um dabei zu bleiben, das ist ganz einfach die göttliche Verbindung, ja,
Ich meine, welche Verbindung haben denn Götter? Die haben weit mehr Kräfte, im Minimum das, was Menschen wie ich haben, um entsprechend wirken zu können, auch um Magie zu benutzen. Die, ja, mit Aura, mit Lichtkörpern, da kommt ganz einfach auch Magie mit ins Spiel. Nicht ins Spiel, klar, Spiel, Chaos, aber mit ins Leben. In deinem Köpfchen da oben, ja, da ist Chaos drin, würde ich sagen. Viel Chaos. In die Spiritualität. Und das ist im Schamanismus ganz normal. So gesehen, dieses Göttliche, ja, wurde mir dann klar, ist nichts anderes, als endlich mal so wirken zu können, handeln können. Und dann zu erkennen, was eigentlich Gott oder Götter wirklich sind. Und das war natürlich auch für mich. Also Leute, wenn ihr wissen wollt, was Gott und Götter so wirklich sind, müsst ihr euch auf den Kristallschamanen berufen. Er weiß das. Er weiß das. Er hat als einziger in der Astralebene schon wirklich gesehen, was das für Leute sind. Kann man sich nicht ausdenken, ne? Was ist, wenn diese göttlichen und auch diese Engel und Erzengel nichts anderes sind als Hybridwesen aus höheren Ebenen mit diesen Außerirdischen verbunden und diese Wesen teilweise selber? Das wurde vielfach erklärt, dass es so ist. Dann gib doch mal Quellenangaben hier raus. Wurde vielfach erklärt, dass es so ist. Und jetzt bitte Quelle Trust Me, Bro. Von was geht es aus? Zeig doch mal was. Das ist so, was dir viele sagen wollten. Ungol, Ani, Gunny, Bruce Lee, Lamedel und so weiter. Die wollten Streamcakes auch. Ja, Grüße genau mal raus an Streamcakes. Die wollten dir alle sagen, und jetzt habe ich den Faden verloren, ja Himmel. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich habe mich zu sehr in der Astralebene verloren. Zack, Geist weg. Und damit, ja. Na klar, lasse ich diese Frage letztlich offen. Ja, natürlich lässt du diese Frage offen, weil du willst dazu ja nichts sagen. Jetzt weiß ich es wieder. Jeder sagt zu dir immer, dann beweis doch mal irgendwas. Aber du stellst immer, du machst diese Kamera hier an oder dieses Video, lädst es hoch und im Endeffekt bleiben 1000 Fragen offen. Man guckt die Videos von ihm, man hat vorher keine Frage, keine Antworten. Ja? Du gehst ahnungslos da rein, was da kommt. Und am Ende nach dem Video hast du mehr Fragen als Antworten. Und natürlich sowieso noch mehr Fragen als Fragen. Es ist einfach alles mehr. Außer Aufklärung. Und natürlich ist auch sehr viel Kopfschütteln dabei. Ich sitze hier seit knappen, was weiß ich, dreiviertel Stunde sitze ich jetzt hier und schüttel quasi die ganze Zeit mit dem Kopf. Denke mir, was will es mir sagen? Das können andere noch viel besser erklären. Und diese Haare, Junge. Ja, dieses Gött auch dann mit seinem Hybridwesen zu wirken und zu erkennen, was das eigentlich bedeutet, wenn wir mit einem Krafttier, mit dem Inneren, bei mir ist es ja der Wolf, damit auch nach außen wirken und wenn dieser sich auch verteidigt und auch angreift.
Das kommt aus uns raus. Ich verwandle mich nicht dann in einen Wolf. Das hatte ich zwar auch schon einige Male rein. Der Werwolf, der nachts durch die Gegend läuft. Bei Vollmond, Leute. Verschließt Vollmond nachts eure Türen. Kristalli ist unterwegs. Als Werwolf, Leute. Lichtkörpergemäß, rein astral. Aber dieser ganze Bullshit, der zum Beispiel auch in Filmen existiert, dass man sich dann verwandelt in einen körperlichen Wolf, das ist blanker Blödsinn. Das ist genauso schlau wie Frankensteins Monster. Dann mal bis zum nächsten Video. Und, Dann mal bis zum nächsten Video. Das Video geht aber noch 2 Minuten. Ist euch das klar, was das heißt, wo wir da gelandet sind? Ich sehe gewisse Parallelen. Ich mache das jetzt, ich mache jetzt mit. Leute, war schön, dass ihr alle da seid, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns im nächsten Video. Hey, weiter geht's, oder? Ja. Scheißspiel. Israel, Palästina. Das war ja schon seit Jahren oder noch länger. Dieser Konflikt, der existiert ja seit Jahrzehnten. Ich hatte auch mal so das Gefühl, wie ich mich ein bisschen darauf konzentriert habe, irgendwann könnte es dort richtig eskalieren. Und das Problem, das haben wir jetzt. Ich will mich damit nicht wichtig machen, ich sage ganz einfach nur, dass ich das... Nee, er will sich nicht wichtig machen. Will er nicht. Müsst ihr schon verstehen. Ich glaube es nicht. Ich weiß nicht, in welcher Zeit das war. Und da wundert man sich, wenn man so Sätze hört, wie, ich habe keine Community. Ja, natürlich hast du keine. Du vergraulst ja auch jeden, der es versucht. Dachte ich nur. Und immer wieder provokant irgendeine Scheiße in den Äther bläst. Und dann dich wunderst, warum du so Videos hier kriegst, ne? Von allen möglichen Leuten, die ich gerade erwähnt habe. Und dich dann denkst, hey, da muss ich jetzt Drohung drunter schreiben. Ein Video runternehmen, sonst gibt es hier Probleme. Warum? Dann mach doch nette Videos. Und erklär ein bisschen was. Nicht einfach irgendwas reinhauen ins Internet und sich sagen, ja, hey Leute, ich muss nichts beweisen. Ja? Das kann jeder sagen. Ich erkläre irgendwas, wovon ich eigentlich keine Ahnung habe. Und dann sagt, wenn mich jemand was fragt, ey Leute, ich muss nichts beweisen. Ich habe das erklärt. Das, was nötig ist, habe ich erklärt. Wenn ihr das nicht versteht, ist das eure Schuld. Was ist denn das bitte? Ich stell euch mal vor, ja, nur mal so nebenbei, ihr seid Lehrer oder Lehrerin. Und sitzt im Unterricht, ein Schüler fragt euch was und das Einzige, was ihr sagt, ey, wenn du das jetzt nicht verstanden hast, kann ich ja nichts dafür. Ich habe jetzt keinen Bock, das nochmal zu erklären. Ey, das ist doch scheiße. Hoffentlich nicht. Machen können wir dagegen gar nichts. Weil da müsste so viel Licht auf dieser Welt wirken, damit dies verhindert wird. Und ey, wenn ich irgendwas nicht erklären kann, ja, wenn ich eine Behauptung aufstelle, dann stelle ich diese Behauptung doch gar nicht erst auf und halt meinen Mund. Nicht nur durch einfache Menschen mit ihrer Aura, sondern richtig starke Personen, Schamanen, Druiden, andere Priesterarten, Lichtkriegerarten, die dieses weltweit verhindern. Aber ich sag mal so, in Palästina gibt es genug dunkle Magie. Bei den Juden in Israel, die sind auch nicht besser. Ja, wie sie allein schon ihre Frauen behandeln. Wer willst du mich jetzt hier eigentlich verarschen? Ey, wir hatten schon einige Leute hier in mich eingeschlossen, die schon frauenfeindliche Videos von dir gesehen haben. Ne? Aus diesem Loch bläst du bitte nicht. Hast du verstanden? Haben wir uns hier unter Schamanen hier verstanden? Und
dann noch das dazu, einer Extremismus gegen den anderen Extremismus und radikal und so weiter. Mehr will ich dazu nicht sagen, weil ich jetzt ganz einfach nicht weiß, was er, aber eines kann man eindeutig sagen. Wenn bestimmte Gruppierungen auf Leben scheißen und mit tausenden Raketen alles angreifen. Ey, also ich muss jetzt hier, ne? Du scheißt doch selber auf da, auf die, den ganzen Haufen hier. Und wunderst dich ja dann immer wieder aufs Neue, wenn Leute wie ich und alle anderen auch Videos über dich machen. Also, manchmal frage ich mich echt. Naja, komm. Okay. Wir haben nicht mehr lange, Gott sei Dank. Ja? Ich habe schon wieder viel zu lange das Video hier draus gemacht. Warum auch immer. Für sowas habe ich nur eines übrig. Exodus. Ja, ihr habt's gehört, Leute. Exodus. Und wenn ich dann von so jemandem das höre, Exodus, könnte ich wetten, er ist einer von denen dann, ich weiß nicht, ich hab's glaube ich irgendwann mal gehört, bin mir aber nicht mehr sicher, er ist dann der Erste, der sich über zu viel Exodus beschwert. Ja? Nehmen wir nur Syrer damals, jetzt Ukrainer. Und noch vieles andere, was da gekommen ist. Und dann ist er einer von denen, die sich beschweren. Wenn es zu viel wird. Das kann man sich nicht mehr ausdenken. Aber gut. Ich bin es ja von ihm gewöhnt, dass er so redet. Ich bin es ja von ihm gewöhnt. Bis zum nächsten Video. Ja, bis zum nächsten Video, Leute. Ich würde sagen, wir haben es geschafft. Meine Schuldigkeit getan. Nee, Leute. Wer jetzt bis zum Schluss hier durchgeschaut hat, danke, dass ihr da gewesen seid. Ja. Danke auch nochmal an Hateboy für die nette Einspielung und für das Thumbnail. Danke nochmal an den lieben Ungol. An alle anderen auch, die sich das Video angeguckt haben. Bis hierhin. Es war wirklich schwer. Aber gut. Ich bin also, wenn sich die Leute wünschen, sollen sie es haben. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Sonntag. Genießt die Zeit. Ich hoffe, dieses Video hat den einen oder anderen irgendwie angesprochen. Wenn nicht, dann halt nicht. Und ja, euer Metti sagt für heute erstmal Mellof.